So, im vierten Teil geht es jetzt dann letztendlich noch einmal um die Templates. Das habe ich euch bisher noch vorenthalten, denn was macht das schon für einen Sinn, wenn man eine eigene Internetseite hat und die immer so aussieht wie jetzt diese hier? Da kommen wir ja nicht weiter. Und das ist jetzt gerade das Geile an Joomla. Ich zeige euch das mal kurz nur an dem Beispiel von den bereits vorinstallierten Templates. Wenn ihr also Joomla installiert auf eurem Server, dann gibt es vorab direkt hier im Bereich Erweiterungen die Möglichkeit, die Templates aufzurufen. Und ihr seht schon, hier sind jetzt diese Templates bereits installiert. Ihr seht hier hinten an diesem Bereich, dass das HTOR und ISIS nur Administrator-Templates sind. Also die sorgen dafür, dass euer Administrationsbereich so aussieht, wie er hier aussieht. Und dann haben wir BEAST3, Protostar und in meinem Fall das Template Postberg, die wiederum als Site-Templates gelten, die also hier das Aussehen vorne verändern. Und das Geile ist jetzt, und das finde ich eben das Gute an Joomla, dass ihr quasi jetzt diese Inhalte hier in der Datenbank drin habt. Das gilt natürlich auch für sämtliche andere Content-Management-Systeme da. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Joomla. Also ihr könnt bei allen, ob es jetzt WordPress oder Typo oder sonst was ist, bei allen natürlich eigene Templates oder gekaufte Templates einbinden und die Funktion wird die gleiche sein. Aber wie gesagt, wir sind jetzt in diesem Fall ja hier bei Joomla. Das heißt also auch für das möchte ich euch das zeigen und ihr seht jetzt hier innerhalb von 2 Sekunden und einmal klicken mit der Maus auf diesen Stern können wir hier das Aussehen der Seite verändern. Ihr seht jetzt schon, zack, bumm, ich habe fast nichts gemacht und jetzt klicke ich noch mal eben hier wieder auf den Stern und wieder erstrahlt unsere Website in einem anderen Glanz. Was euch aber eben auffällt, ist, dass wir an dieser Stelle jetzt hier keine Navigation mehr haben. Und das hängt jetzt damit zusammen, dass die Modulpositionen in den Templates immer unterschiedlich benannt sind. So, und es gibt dann da jetzt nämlich noch die Möglichkeit, bei dem Template BEAST 3 hier zum Beispiel, die Möglichkeit, über eine Einstellung euch die Modulposition darstellen zu lassen. Ihr geht also dafür einmal rein in den Bereich Erweiterungen Templates und klickt dann hier oben auf die Optionen. Und habt hier einen Punkt Vorschau von Modulpositionen, der ist standardmäßig deaktiviert. Den aktiviert ihr und wenn ihr jetzt euer Template aufruft, dann seht ihr, dass hier diese Modulpositionen eben mit angezeigt werden. Und ihr könntet jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, alles klar, dann weiß ich ja Bescheid. Ich möchte also meine Hauptnavigation auf Position 5 setzen. Ich möchte den Kontakttext auf Position 6 setzen. Oder wenn wir mal eben jetzt hier das Protostar einschalten, dann seht ihr auch hier wieder die Positionen. Oder wenn wir jetzt in diesem Fall das Postberg anklicken, ich weiß jetzt gar nicht, ob es hierbei geht, weil das ja ein selbstgeschriebenes ist, ob dann da auch diese Funktion mit ist. Ja, alles klar, geht. Ihr seht also hier, bei diesem Template haben wir dann die Main-Navigation, die Sidebar, hier unten die Footer-Navigation. Ihr könnt also über diese Einstellung hier in den Optionen dann festlegen, dass die Modulpositionen angezeigt werden und so findet ihr euch dann in einem neuen Template auch relativ schnell zurecht. So, jetzt möchte ich euch aber noch zeigen, wir haben jetzt hier im Moment trotzdem immer noch nur die Postberg-Geschichte laufen und wir wollen jetzt hier eben schnell ein anderes Template einbinden. Ich möchte euch zeigen, wie einfach das Ganze ist. In diesem Fall gehe ich also wieder auf Erweiterungen, klicke hier auf Erweiterungen. Und ähnlich wie in dem anderen Teil, wo ich euch von den Komponenten erzählt habe oder euch das gezeigt habe, müssen wir auch hier einfach nur eine ZIP-Datei hochladen. Und da gucke ich mal, ich habe bei mir hier verschiedene Muster-Templates schon erstellt. In diesem Fall nehmen wir jetzt einfach mal hier dieses Template Muster-Template 2. Ich habe dazu passend schon mal direkt eine ZIP-Datei erzeugt, in der alle Dateien drin sind, die zu diesem Template gehören. Was da im Einzelnen jetzt zugehört, erspare ich euch einfach mal. Das wird den Rahmen jetzt sprengen. Ihr stellt euch jetzt einfach vor, ihr hättet euch eins runtergeladen und das wäre das jetzt. In diesem Fall haben wir jetzt also hier diese ZIP-Datei. Wir sagen also öffnen, hochladen und installieren. In diesem Fall rödelt er jetzt hier so ein ganz kleines bisschen, dauert ein Momentchen und dann bekommt ihr die Meldung, dass die Template-Installation erfolgreich abgeschlossen worden ist. Wenn wir jetzt also Erweiterungen und Templates anklicken, dann seht ihr hier schon, ist ein neues Template erschienen und durch Klick auf diesen Stern sorgt ihr dafür, dass dieses Template zum Standard-Template gemacht wird und ihr seht, schwupp, ist das ganze Template hier wieder angepasst. Also haben wir wieder ruckzuck eine andere Darstellung. Und wir können jetzt hier mal eben noch gucken. So, nehmen wir mal eben Joomla
2.2 Free Templates. Gucken wir mal eben. Da gucken wir more than 4000 Free Templates. Dann nehmen wir einfach mal. Ja, ich guck mal in die Gallery rein, was wir da so haben. Nehmen wir mal die Templates für Joomla 3.x. Das passt ja dann ganz gut. Und dann nehmen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal eben hier dieses AS-Template. Gucken uns einmal die Live-Preview an. Wie sieht das Template aus? Entspricht das unserem Geschmack? Er braucht einen kleinen Moment. Ja, sieht doch erstmal ganz annehmbar aus. In diesem Fall, so wie es aussieht, auch ein responsive Template. Jawohl. Ganz geil, nehmen wir. Gefällt uns. Das heißt also, wir laden dieses AS-Template herunter. Download. Manchmal ein bisschen versteckt bei den verschiedenen Seiten. Klicken hier nochmal auf den Download-Button. So, kommt hier die Meldung. Ich kann die Datei jetzt speichern. Wunderbar, praktisch. So, das Ganze sollte jetzt auch soweit fertig sein. Und jetzt gehen wir wieder auf Erweiterungen und wollen nun eben hier etwas installieren. Es ist jetzt im Download-Ordner. So, und dann seht ihr hier schon, das Ganze ist hier eine ZIP-Datei. Und die wähle ich jetzt hier aus. Upsala, die ZIP-Datei. Die AS2041 FreeZIP. Sage hochladen, installieren. Auch da ist der Weg genau der gleiche wie bei meinem selbst erstellten Template. So, wir schubsen den ganzen Krams jetzt eben einmal hoch. Dauert ein bisschen länger. Hier sind anscheinend etwas mehr Positionen mit drin und anscheinend etwas mehr Funktionen. Es kann sein, dass er jetzt noch JavaScripte mit installiert und so weiter und so fort. Das heißt also, hier seht ihr, jetzt braucht er auch insgesamt ein bisschen länger, um das Ganze auf den Server zu schubsen. Aber trotzdem ist die Installation erfolgreich abgeschlossen worden. Wir gehen jetzt wieder in die Templates, schauen einmal. Jawohl, alles klar, da ist unser neues Template auch mit erschienen. Setzen das mal eben als Standard-Template und schauen uns an, wie schnell wir eben den Anzug oder die Tapete von unserem Template hier verändert haben. Es sieht also alles neu aus. Und da wir natürlich jetzt in diesem Fall auch hier wieder nicht wissen, welche Modulposition hat das Ganze und wie kriegen wir jetzt eben das Ganze schnell gewuppt, gehen wir hier wieder in die Optionen, sagen Vorschau von Modulpositionen aktiviert, speichern, gucken uns das Ganze eben einmal an. Meinetwegen kann man dazu jetzt einen Screenshot machen oder wie auch immer. Das heißt, wir merken uns, wir wollen die Hauptnavigation auf der AS Position 8 darstellen. Wir gehen also hier jetzt in Erweiterungen Module, sagen Hauptmenü Deutsch, steht im Moment auf der Position Main Navigation. Ihr seht schon, es kann ja gar nicht angezeigt werden. Main Navigation gibt es in dem anderen Template nicht. Wir suchen also jetzt hier eben unser Template raus, was wir genutzt haben, AS02041 Free. Wir hatten, glaube ich, gesagt AS Position 8. Da soll es dargestellt werden. Wir speichern das Ganze ab und schauen einmal. Jawohl, da ist unser Menü. Wir machen mal eben nochmal die Anzeige der Modulpositionen aus, damit es eben ein bisschen sauberer ist, damit wir ein bisschen besser klarkommen. Gehen also wieder auf Erweiterungen, Templates, Optionen, sagen Vorschau von Modulpositionen aus und gucken einmal und ihr seht schon, da ist jetzt unsere Navigation. Die wird da an dieser Stelle natürlich jetzt auch wieder keinen Schönheitspreis gewinnen, ist aber erstmal Wumpe. Hauptsache, ihr habt jetzt verstanden, wie das Ganze funktioniert und ihr seht, innerhalb weniger Mausklicks, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, das kürzeste Video der Serie, innerhalb von 9 Minuten haben wir jetzt hier ein Template runtergeladen, installiert, das Menü dargestellt und haben gleichzeitig noch 3 andere Templates ausprobiert. Das heißt also, auch wenn ihr kein Interesse daran habt, selber zu coden oder selber Templates zu schreiben, dann werdet ihr bei Google oder halt eben im Internet unzählige Free-Templates finden, die teilweise auch wie dieses AS-Template noch nicht mal wirklich schlecht gemacht sind. Die sind dann also wirklich gut, die kosten nichts, ihr könnt die einsetzen, könnt die sofort nutzen und könnt mit diesen Templates auch direkt arbeiten. Und das Geilste daran ist, ihr könnt die eben später sogar noch selbst anpassen. Und das ist jetzt auch das Letzte, was ich euch noch zu den Templates zeigen möchte. Wir sind hier im Bereich Templates, haben hier jetzt die Möglichkeit, wenn wir auf eins draufklicken, Grundeinstellungen zu diesem Template zu machen. Hier sind so ein paar
globale Konfigurationsparameter, die unterscheiden sich auch von Template zu Template. Also ihr seht, bei diesem AS2041 Free gibt es relativ viele Einstellungsmöglichkeiten. Wenn wir jetzt hingegen einfach mal das Template Postberg anschauen, seht ihr, gibt es hier derzeit gar keine. Ich habe dem Kunden also hier keine weiteren Möglichkeiten einprogrammiert. Wenn wir das Muster-Template Version 2 anschauen, dann seht ihr hier auch erweiterte Template-Optionen. Wir könnten also hier ein eigenes Header-Bild festlegen, eine eigene Breite. Aber auch dies sind Einstellungsmöglichkeiten, die entweder vorab von eurem Coder oder Designer ins Template eingebaut werden müssten oder die bei einem dieser Free-Templates dann generell mit dabei sind. Wenn wir jetzt hier so ein Standard-Template aufbauen, wie dieses Postberg, habt ihr eben gerade gesehen, da habe ich dem Kunden gar keine Option geboten. Das ist auch gar nicht nötig. Dann kann man dort auch nichts einstellen. Interessant ist aber noch der Bereich Templates hier, also wir waren jetzt in den Stilen, wenn wir nochmal auf Templates klicken, seht ihr zu allen Templates hier, dann die verschiedenen Vorschaubilder, ihr könnt das also hier dann ganz einfach sehen und wir können jetzt hier zu diesen Templates dann auch noch Styling-Sachen vornehmen. Gehen wir jetzt einfach mal in dieses Muster-Template rein, also ich gehe, oder stopp, machen wir es anders, ich gehe einmal auf Erweiterungen Templates, mach dieses Muster-Template hier zum Standard. Toll, hat geklappt. So, und jetzt gefällt mir das noch nicht ganz. So, und das Geile ist jetzt dabei, ich brauche Joomla noch nicht mal verlassen. Ich brauche weder Dreamweaver aufmachen oder einen HTML-Editor oder sonst was, sondern ich gehe einfach auf dieses Template hier drauf, klicke dann hier auf diese Überschrift und sehe jetzt hier die Dateien, die zu diesem Template mit dazugehören. Ihr bekommt also hier den kompletten Ordner angezeigt, wie er auf eurem Server liegt. Und wir können jetzt hier zum Beispiel den Bereich CSS anpassen. Wir klicken also einfach auf die CSS-Datei. Ihr seht jetzt schon hier, wir können jetzt hier den Background ändern, sagen in diesem Fall schwarz. Kabam. Also ihr seht schon, wir sind direkt wir haben hier die Möglichkeit, komplett alles sofort zu verändern. Das gilt auch für die Index-Datei. Ihr könnt also hier quasi nach Herzenslust schon in den Templates rumwursteln. Und, das kann ich manchen von euch vielleicht dann auch mit als Tipp an die Hand geben, genauso habe ich mir quasi auch damals das Schreiben von Templates beigebracht. Ich habe mir quasi einfach die Standard-Templates angeschaut, die bei Joomla mit dabei waren und danach bin ich eigentlich hingegangen und habe mir von Free-Seiten einfach die einfachsten Templates runtergeladen, die es gab, weil ich wirklich erstmal den kleinsten gemeinsamen Nenner haben wollte und habe dann geschaut, wie wird das Ganze gemacht. Und wie baut man das nun eben so zusammen und kann damit arbeiten? Also hier habt ihr jetzt gesehen, ihr könnt in diesem Bereich alle Einstellungen zum Template, was das Coding angeht, noch vornehmen. Und ganz neu in Joomla 3.2, damit möchte ich mich dann auch gleichzeitig verabschieden, ist die Möglichkeit, sogenannte Overrides zu erstellen. Wir erinnern uns, ich gehe mal eben zurück und schließe das Ganze hier. Gehe in die Templates, sage, das Template Postberg soll wieder unser Standard-Template sein. Gehe jetzt einmal ganz kurz in die Menüs und sage, ein neuer Menüpunkt. Ah, nee, Quatsch, brauchen wir gar nicht. Stopp, brauchen wir gar nicht. Wir haben jetzt hier das drin. Da wird unsere Navigation gerade nicht angezeigt. Warum nicht? Natürlich, weil wir sie vorhin auf die Modulposition AS Position 8 gesetzt haben, die ja zum Template AS gehört. Wir sorgen also eben dafür, dass unsere Navigation wieder auf der Position Main Navigation dargestellt wird. Speichern ab, gucken einmal und klicken jetzt einfach mal auf Kontakt. Und ihr seht jetzt schon, dass hier dieses Kontaktformular sieht ja jetzt ehrlich gesagt nicht besonders schön aus. Also ist ja jetzt nichts gerade Dolles, ne? Oder wenn wir zum Beispiel hier angucken auf Unternehmen und wir machen uns mal den Firebug auf und klicken hier mal diese Überschrift an. Dann seht ihr, es handelt sich hier um eine H2-Überschrift. Wir haben aber keinerlei Möglichkeiten derzeit Einfluss zu nehmen, ob es eine H1 oder eine H2 ist. Genau das gleiche gilt mehr oder weniger für die Anordnung dieser Felder oder wo auch dieser Button steht. Also wir haben hier nicht direkt die Möglichkeit, das Ganze zu steuern. Und hier kommen jetzt die sogenannten Overrides zum Tragen, die es in Joomla gibt. Denn wir haben die Möglichkeit, bestimmte Sachen von Templates zu überschreiben. Also ihr seht ja schon, wir haben hier so eine Art Standardausgabe, die uns gemacht wird. Dasselbe gilt für den Fließtext. Joomla gibt standardmäßig alle Titel immer als H2-Überschrift aus. Oder zum Beispiel im Blockformat, dann die Breite oder sowas. Das ist alles quasi hier über sogenannte Overrides zu lösen. Wir gehen also einmal in die Templates.
wählen jetzt hier auch nochmal links Templates, wählen jetzt hier das Postberg-Template aus. Und ihr seht schon, hier gibt es einen Ordner HTML und da sind sogenannte Overrides drin. In diesem Fall jetzt die Overrides der Komponente Content und die Overrides zu unserem einzelnen Artikel. Wir klicken jetzt mal auf Default PHP und ihr seht schon, hier haben wir jetzt unseren Quelltext und hier haben wir den Aufruf für unsere H2-Überschrift. Also jetzt nicht verzagen, das wird wahrscheinlich für einige dann etwas zu komplex, aber ihr könntet jetzt auch hier. So, ich schreibe da mal eben was rein. Diesen Override anpassen. Und ihr seht schon, jetzt haben wir diesen Text damit drin. Wir können also nun dafür sorgen, dass die Darstellung von dem Template oder von diesem Override dann komplett unseren Wünschen entspricht. Also, wie ihr seht, es wird uns hier eine Standardausgabe geliefert. Die sieht natürlich ganz schön komplex aus, aber diese Standardausgabe können wir auch editieren. Und das Wichtige dabei ist, diese Standardausgabe gibt es quasi für jede Komponente und die gibt es auch für jedes Modul. Ihr könnt also zum Beispiel nun auch hier diese Kontaktkomponente, dieses FlexiContact Plus, eben anpassen. Und da gibt es jetzt eine ganz neue Funktion, die hatte Joomla so vorher nicht. Man musste vorher seine Overrides von Hand anlegen. Das heißt also, man musste tatsächlich selbst im Template den Ordner HTML erstellen. Man musste diesen Ordner erstellen und musste sich eben die passende Datei raussuchen. Da gibt es jetzt eine neue Funktion, die ist noch nicht ganz so hundertprozentig. Die funktioniert noch nicht ganz so sauber, aber ist trotzdem schon mal gar nicht so schlecht. Wir können nämlich jetzt hier zum Beispiel dann sagen, für die Komponente COM FlexiContact Plus. Da soll er uns jetzt ein Override zu erstellen. In diesem Fall klicken wir da jetzt drauf. Und jetzt hat er uns hier die Nachricht gegeben, successfully created the Override. Gehen wir auf HTML und ihr seht schon, hier ist das erschienen. Aber was ich halt eben meinte, der hat mir jetzt hier die Default XML reingepackt. Mit der kann ich ehrlich gesagt nicht ganz so viel machen. Das heißt also, bei dem FlexiContact Plus hat es nicht ganz so gut funktioniert. Aber wir können zum Beispiel jetzt sagen, hier für die Komponente Content. Sagen wir, wir wollen die Blockdarstellung einer einzelnen Kategorie haben. Dann hat er uns jetzt auch hier den Override erstellt. Wir gehen also auf HTML, COM Content, Category. Und ihr seht schon, er hat uns alle Dateien da reinkopiert, die wir benötigen. Und wir könnten jetzt hier also quasi in den Dateien wursteln. Das ist eine ganz geile Sache, die jetzt, wie gesagt, bei Joomla 3.2 mit dazugekommen ist. Ihr könnt also jetzt relativ einfach per Mausklick euch eben diesen eigenen Override erstellen. Und vorher war nämlich immer der Weg, dass man tatsächlich hier auf den Server draufgehen musste. Musste dann in das Verzeichnis Components, musste sich dann eben die entsprechende Komponente raussuchen und dann die Dateien im Ordner Views, Template alle runterladen und später wieder hochschieben. Das ist natürlich jetzt echt geil, dass diese Funktion mit da drin ist, mit der man selbst einen Override dann erstellen kann. Ich habe das Thema Overrides jetzt hier bewusst nur kurz angerissen, denn wir kommen hier schon natürlich in den Bereich der Template-Programmierung. Das heißt also, für einige von euch dürfte das eventuell zu komplex sein. Vielleicht hat aber der ein oder andere auch einfach mal Lust, dann da reinzuschnüffeln und ein bisschen anzupassen. Damit habe ich jetzt mit diesem vierten Teil im Großen und Ganzen auch die Einführungsserie zu Joomla soweit abgehakt. Ich gehe davon aus, wir haben zumindest jetzt erstmal das Wichtigste verstanden. Ihr könnt also zumindest auf der Basis dessen, was ihr jetzt in diesen vier Videos gelernt habt, eine Seite wie diese hier aufsetzen, mit Hilfe eines Kauftemplates, wie auch immer. Und wer Bock hat, da noch weiterzugehen, kann sich hier bei meinem in meinem YouTube-Channel auch anschauen. Es gibt ein Template-Tutorial von Joomla. Das heißt also, wenn ihr jetzt noch wirklich weitergehen möchtet und das Ganze noch besser lernen möchtet, könntet ihr euch hier die Serie Templates erstellen für Joomla anschauen. Da zeige ich euch, wie man von der Pike auf selbst so ein Template aufbaut. Übrigens, in diesem Fall am Beispiel dieser relativ hässlichen Muster-Template-Seite. Das heißt also, ich erkläre euch, wie man auf Basis einer eigenen HTML-Seite daraus ein Template bastelt. Ich meine, ich weiß es ja nicht mehr, glaube ich, glaube, das hat irgendwie 12 oder 13 Folgen. Und ihr könnt dann, wenn ihr das angeschaut habt, könnt ihr dann im Grunde quasi euer eigenes Template
zusammenschustern. Die sind auch immer alle, ihr merkt es ja schon, ich neige ein bisschen zum Quatschen. Das heißt, sie sind immer alle relativ lang, aber dafür habe ich auch tatsächlich nichts ausgelassen. Das heißt, wenn ihr jetzt diese vier Videos angeschaut habt und auch die Template-Tutorials anschaut, dann seid ihr im Grunde in der Lage, mit Joomla eigentlich alles umzusetzen, was es gibt. Also dann gibt es da nicht mehr viele Sachen, die ihr nicht könnt. Ich hoffe, euch hat dieses Video auch an dieser Stelle hier wieder gefallen. Lasst mir zahlreiche Kommentare da, ob es euch geholfen hat oder auch nicht. Ich freue mich natürlich, wenn ich neue Abos bekomme, wie auch immer. Und ich freue mich auch über Kritik oder Ideen von eurer Seite, die mir dabei helfen, die Videos für die Zukunft zu machen. Ich habe jetzt damit zumindest die Grundlagen in Joomla erstmal wieder abgedeckt. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder etwas spezielleren Themen widmen. Aber wie ich ja schon im ersten Video mitgeteilt habe, natürlich ist das für mich essentiell wichtig, denn es gibt nun mal eben viele Neueinsteiger und die würde ich natürlich gerne direkt mit am Anfang einsammeln. Vielen Dank erstmal und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann, ciao.